herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir uns was ganz Neues anschauen, und zwar... Deutschrap. Den Anfang macht Zero El Mero, danach Mille, danach kommt Capital Bra, Summer Jam und KC Rap. Boah, da bin ich echt gespannt. Mhm. Auf dem Kanal gab es noch keine deutsche Reaction, und zwar nur Bollywood, K-Pop, Balkanmusik, genau. Also asiatische Musik auch. Und da dachten wir mal, machen wir mal etwas Deutsches. Gucken uns mal die Künstler an. Ich kenne die jetzt nicht, deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Fangen wir mit Cero El Mero an. Ohne Sinn. Ohne Sinn. Genau. Also ich kenne die ganzen Lieder. Also ich kenne nur Cero El Mero. Die anderen habe ich noch gar nicht angehört. Ist er neu? Ihr habt die jetzt noch nie so gehört. Ja, er hat schon 2, 3, 4 Musikvideos rausgehauen, aber noch kein Album. Der ist übel krass. Sein Flow ist auch perfekt. Ist über Kopf. Das ist auch geil, ja. Wirklich jedes seiner Musikvideos, das ist einfach nur krass. Sein Flow, sein... Er ist auch eher Oldschool-Rapper. Ich will das so ziehen. Hörst du, der ist krass. Ja, der ist echt krass. Der kann auch schnell rappen. Ja? Ja, das ist auch gar nichts. Da ich ja überhaupt keinen Rap anhöre, deswegen kenne ich mich da gar nicht aus. Und es ist schon schnell für mich gewesen. Ja. Und der Beat ist auch richtig krass. Ja, der Beat ist echt gut. Aber die ist auch richtig sympathisch aus. Ne? Richtig Ohrwurm. Kannst du auch im Sommer draußen anhören. Hast du schon? Eben. Ja, das war's schon. Boah, das Cover ist auch richtig geil. Das ist schon witzig, ey. Babyface Flow. So. Sein Album kommt am 2.8. Werde ich mir holen. Ja, krass. Also, das Lied war nicht schlecht. Ja, eigentlich. Das war übel krass. Kann man sich geben? Ist er Türke? Ja. So, jetzt kommt Mille, Nachtwandler. Also von dem habe ich noch nie gehört. Ich bin sehr gespannt, wie der so ist. Und ja, ich habe den mal gesehen gehabt. Und da dachte ich mir so, neues Video, warum nicht mal anschauen. Und das Lied heißt Nachtwandler, bin ich gespannt. Mhm. Er ist aus Berlin. Ja. Ich habe mal so kurze Parts schon mal gehabt, glaube ich. Ja. Ja, das ist doch, ich habe es mitbekommen gehabt. Okay. War ich. Dachte mir, okay, ist nice, das war. Ja, ist echt nicht schlecht. Das kannst du auch geben, ne? Nachts? Nein, nein. Chillig. Richtig chillig. 6 ist auch nicht schlecht, ne? Das ist eigentlich schon lange. Ich glaube, das ist dein erstes Lied. Ja. Ja. Nicht schlecht.
Adidas, nice, sehr geil. Ja, endlich muss er. Adidas, ne? Nachtwandler, ja. War ein guter Song, fand ich so, auch mit so im Hook vor allem, so Ohrwurm-Effekt, war nice, nicht ja. Schlecht für den ersten Song. Ja, war echt nicht schlecht. Ja. Also vergiss nicht zu streamen, auf Spotify könnt ihr es finden. Ja. Und dann gehen wir rüber zum nächsten. Capital Bra, Casey Rebels, Schwerkaliber, glaube ich. Rolex, ja. Und dann fangen wir jetzt mal an mit Capital Bra. Casey Rebel und Summer Jam. Rolex. Ich habe das gar nicht angehört, ich kam gar nicht dazu, es anzuhören. Aber sehen wir. Mal sehen, wie es wird. 15 Millionen Klicks hat schon. Drei Wochen. Da sind die drei. Ja, selbst Porträt von sich selber, geil. Das ist cool. Wie sich die Farben geändert haben, ne? Hast du Whisky gesehen? Das ist so ein cooler Effekt im Video, ey. Das ist mir gefällt, das mehr. Finde ich besser. Ich sehe auch die Vorstellung. Ja. Aber ich finde die Jacke übel geil. Und Casey. Die Louis Vuitton, oder meinst du die jetzt? Ganz rechts, die da. Der Tink. Ja, das sieht halt echt aus, finde ich.
getan, dann hab ich schon sechs. Mit Casey Rebel und mit Kappi heute auf Tag Team. In meiner Wohnung wurde ein Stapel voller Checks. Casey Rebel ist Kurde und Tuta Brava. Dieter Bohlen gemacht. Ach so, ja, ja. Habe ich irgendwie so mitgehört. Ja. Also, ich bin irgendwie positiv überrascht. Mhm. Also, habe ich gar nicht so erwartet eigentlich. So. Ja, ich fand alle drei. Ja. Weil man hört ja immer so Negatives über die deutsche Rap-Szene und so. Deswegen. Ja, das ist meistens eben nur Beef und was. Ja. Fand ich echt gut, alle drei Videos eigentlich. Mhm. Hatten alle was Besonderes. Das letzte hat jetzt auch, fand ich jetzt vom Video her so auch war so ein Tick besser oder so. Hat so andere Liga halt, ne? So ja, es ist halt, jeder macht es halt immer anders. Also welches Lied hat euch dann besser gefallen von den drei Songs, drei Videos? Mhm. Und ja, habt ihr vielleicht mehr Empfehlungen? Ja, haut alles raus. Irgendwelche Empfehlungen? In Kommentaren, schreibt es einfach hin. Ja. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Zu teilen, ja. Sagt allen euren Freunden Bescheid, wir haben darüber eine Reaction gemacht, sagt ihnen Bescheid. Genau. Und streamt die Musikvideos vor allem mit Familie. Familie von Sarah and Mero, von den anderen Jungs. Genau. Super geil, super geile Musik. Und schaut mal bei meinen anderen Videos vorbei. Vielleicht gibt es ja etwas Interessantes für euch. Ja, vielleicht mal gucken. Vielleicht gefällt. Vielleicht mögt sie ja Bollywood oder asiatisch oder sonst irgendwas. Ja, genau. Wer weiß, man weiß es ja nicht. Stimmt. Ist Geschmackssache, aber ist so. Dann sagen wir ciao, ne? Ja, ciao. Haut's rein.